Schon seit Jahrhunderten thront die Burg Parsberg stolz über dem gleichnamigen Ort in der Oberpfalz. Rundherum schmiegen sich seither die Häuser an den Burgberg. Die Historie ist praktisch überall spürbar. Fast überall. Denn in der Stadtmitte Parsberg sieht es zum Teil so aus. Typische 70er-Jahre-Bauten, Parkplätze und eine Hauptstraße. Dabei standen auch hier mal historische Gebäude, wie Helmut Jobst weiß. Er war damals gegen den Abriss. Als uns der ehemalige Realschuldirektor gerade zeigen will, wo was stand, trifft er Marianne Eichenseer. Sie ist dort sogar noch zur Schule gegangen. Beschreiben Sie mir, wie hat es ausgeschaut? Einwandfrei. Schönes ja, genau. Altshaus. Sehr richtig, ja. Unten war das für die Landwirte drin. Das ist so ein kleiner Beibau gewesen. Sehr gut, ja. Und oben haben wir Schule gehabt und war die Gemeinde. Die Schranne war der Mittelpunkt der Stadt. 1870 wurde sie gebaut. Sie diente den Landwirten als Lagerstätte und jeden Mittwoch wurde hier der große Markt abgehalten. Händler und Käufer kamen von weit her. Wer etwas auf sich hielt, kam in der traditionellen Tracht. Das ist eigentlich Schott dafür, ne? Ja, das alte ja, Ding. Ja. War schon schön. Dort, wo damals die Schranne stand, steht heute die Apotheke. Heute gefällt es ja noch nicht mehr so gut. Nicht so gut, aber das ist halt die Zeit gewesen. Ja. Der ganze Umbruch von alt auf neu. Mhm. Und irgendwann hält es zusammen, ob es jetzt früher oder später war. Aber schade ist dafür. Der Stadtkern war halt früher schöner. Parsberg, Ende der 60er Jahre. Noch steht die Schranne, das alte Rathaus. Doch in wenigen Tagen steht eine wichtige Entscheidung an. Es geht um die Frage, wie die Stadtmitte in Zukunft aussehen soll. Die Stadt ist förmlich gespalten in zwei Lager. Helmut Jobst erinnert sich. Ja, das kann man eindeutig sagen, dass die Bevölkerung gespalten war damals. Das war eine Gespaltenheit, weil viele hatten ja, jetzt, wenn man das Wort wieder erinnert, Identifikation. Die Schranne war ja sozusagen die Markthalle, das war der Handelsplatz, das war der Markt ist da abgehalten worden vor der Schranne, das war die Begegnung. Die Stimmung ist aufgeheizt. Helmut Jobst schreibt damals in sein Tagebuch. Um die Ortsmitte ist ein heftiger Streit entstanden. Die Älteren sind stark dagegen. Überall stehen Ortsgruppen beisammen. Bis spät abends hinein kann man das beobachten, wie die Leute diskutieren. Da sieht man also, wie in der Bevölkerung dieser Abriss sehr gespannt und zum Teil mit großen Kopfschütteln beobachtet wurde. Doch am Ende setzen sich die Modernisierer durch. Der Abriss ist beschlossene Sache. Zu Hause bei Andreas Pröbster. Auf dem Dachboden des Elternhauses lagern noch einzigartige Zeitzeugnisse von damals. Sein Vater war leidenschaftlicher Hobbyfilmer und hat die Entwicklung in der Stadt dokumentiert. Ich suchte Filme vom Rathausabbruch in der Stadtmitte. Der hat mein Vater aufgehoben. Der ist ja jetzt raus. Die Filmrolle mit der Nummer 14 ist beschriftet mit Abriss Stadtmitte. Ja, das hat er mir immer gesagt, gell. Da darf ich aufheben und halt's mir in Ehren. Und hat er schon Wert darauf gelegt, dass das eines Tages mal mehr Leute sehen. Generation von meinem Vater war das, glaube ich, schon so ein gemeinschaftlicher Punkt. Er war auch sehr engagiert im Trachtenverein und das hat er immer gesagt, also die jungen Trachtler, die haben sich da halt getroffen und haben halt eine Frauen kennengelernt oder Freundinnen oder wie auch immer. Und darum denke ich, ist das schon nochmal anders emotional für die Generation vor uns, da jetzt auch für uns.
Also für uns, wie gesagt, wir können es ja nicht mehr ändern. Es ist halt jetzt so. Und wir müssen halt jetzt mit dem leben, wie es jetzt so ausschaut. Auch die schönen Bilder, heutzutage darf man die schon hervorheben. Die waren an der Schranne dran geworden, das Beispiel Wappen und so weiter. Das ja, ist schon schade dafür, dass es das nicht mehr gibt. Die Zeitungsartikel von damals hat Helmut Jobst alle aufgehoben. Der Abriss war eine schmerzhafte Erfahrung. Das Gefühl war gemischt mit Trauer, gemischt mit, ja, da kann man jetzt nichts mehr machen. Doch ganz geschlagen geben will sich Helmut Jobst, der mittlerweile in den Stadtrat gewählt wurde, nicht. Eine Sache bleibt noch, um die es sich zu kämpfen lohnt. Die sogenannte Apothekerkapelle. Die Kapelle, an die eine Scheune angebaut wurde, stammt aus der Barockzeit und wurde ca. 1720 erbaut. Sie ist eines der wenigen Kunstwerke aus dieser Zeit. Doch auch sie soll weggerissen werden. Wir haben uns dann überlegt, da haben wir gesagt, hier müssen wir uns durchsetzen, ein Zeichen setzen, die Kapelle zu erhalten. Denn die Kapelle sollte ja wegkommen, weil es jemanden gestört hat, was die Einfahrt anbelangt. Als Fraktionssprecher reicht er deshalb folgenden Antrag ein. Die Stadt Parsberg spricht sich für den Erhalt der Kapelle aus. Sie ist in dem Bebauungsplan Stadtmitte zu berücksichtigen. 3 Tage später dann die entscheidende Abstimmung. Bei dieser Kampfabstimmung habe ich schon so einen wackeligen Kandidaten hingesetzt aus meiner Fraktion. Der hat dann während der Sitzung gesagt, die haben überzeugt, das ist ja bloß auf Deutsch gesagt, eine Kapelle, wo jemand sein Geschäft verrichtet. Dann habe ich gesagt, du hast doch hier ums Wort gegeben. Und wie die Abstimmung war und hat gezögert, habe ich ihm einen Stoß gegeben und mitgeholfen, dass er die Hand hebt. Das sind diese kleinen Erinnerungen, die also jetzt nachträglich sozusagen ein bisschen zum Schmunzeln verleiten. 9-7. Mit nur 2 Stimmen Mehrheit wird die Kapelle gerettet. In der Folge wird das Kleinod renoviert und ist heute ein Symbol für den alten Charme der Innenstadt. Auch wenn sie etwas verloren dasteht, inmitten der Parkplätze. Heute geht so mancher bewusster mit den historischen Gebäuden um. Das sogenannte Wallerhaus ist mittlerweile eines der Schmuckstücke der Stadt. Restauriert hat es der Filmemacher Josef Rödel, der hier aus der Gegend stammt. Also das ist hier, jetzt befinden wir uns im Kern, nämlich wirklich der sehr alte Kern. Eines der ältesten Gebäude der Stadt, kann man sagen. Und das ist der Arbeitsraum, der Wohnraum, der soziale Raum. Hier hat sich alles abgespielt. Ein Raum, Handwerker Heisler, kann man sagen. Also hier wurde geschlafen, hier wurde gegessen, hier war die Feuerstelle, dahinter sieht man noch Spuren davon und weist auf 1700, 1600 historisch hin, kann man sagen. In diesem Haus wohnte lange Zeit die bedeutende Parsberger Künstlerfamilie Waller, die in Vergessenheit geraten ist. Die barocken Bildhauerarbeiten sind noch heute in etlichen Kirchen und Kapellen der Gegend zu sehen. Wie ich das gekauft habe, wusste ich nicht. Ich wusste nichts von dieser Künstlerfamilie, die dann so dominant wurde, dass ich gesagt habe, so, nun machen wir es aber wirklich gut, um ein Kulturdenkmal für diese Stadt zu erhalten. Als Josef Rödel das Haus kaufte, war es mehr oder weniger eine Ruine. Stück für Stück hat er dem alten Haus wieder seinen ursprünglichen Charakter zurückgegeben. Klein, gedrungen, das Dach fast bis zum Boden. Typisch oberpfälzisch eben. Dieses war relativ einfach finanzierbar, weil es eine Ruine war. Und dann war es wieder nicht mehr so einfach, weil es einfach eine Ruine war, das zu finanzieren. Die Renovierung war dann schon sehr, sehr aufwendig, aber hat sich rentiert, hat eine gute Akzeptanz gefunden in der Bevölkerung, ist ein Schmuckstück des Ortes geworden. Die Motivation ist, dass ich
Kultur erhalten will, wenn es in meinen Möglichkeiten steht. Vielleicht eine Motivation auch für andere, Gebäude dieser Art zu erhalten.